Moin Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, wie ihr seht, heute gibt es mal wieder ein kleines Unboxing. Diesmal wird es aber ein wenig spannender als in den letzten Unboxing-Videos. Da waren ja eher Pflanzen das Hauptthema. Jetzt ändert sich dies aber mal wieder. Ja, das Paket ist jetzt etwas höher, wie man sieht. Das heißt jetzt aber nicht unbedingt, dass da mehr Sachen drin sind. Beziehungsweise wenn dann mehr Polstermaterial, was gar nicht mal so schlecht sein dürfte. Und dann machen wir das Paket jetzt direkt auch einmal auf. Ich schau mal eben, wo man es öffnen kann. Hier am besten. Ja, ich habe mir mal wieder Ameisen gekauft. Diesmal von einem Privatverkäufer auf eBay Kleinanzeigen. Dieser war auch recht nett und wir haben dann auch einen guten Preis vereinbart. Man konnte auch gut feststellen, dass ihm das Wohl der Tiere am Herzen liegt. Hier haben wir auch schon ein bisschen Polstermaterial, wie man es auch vermuten konnte. Hier ein paar Pappdinger. Die polstern hier das Paket und die im Paket befindlichen Ameisen gut aus. Die Ameisen habe ich sozusagen gestern gekauft. Also das Paket wurde dann auch gestern losgeschickt und es ist heute schon angekommen. Also auch schon mal ein sehr schneller Versand, was dann auch wirklich sehr gut und wichtig ist. Ein Heatpack war da jetzt nicht dabei, wir haben aber extra einen Tag ausgesucht, wo die Temperaturen wieder etwas höher waren. Ja, und die Ameisen sind in so einer Schaumstoffröhre geliefert worden, was dann auch nochmal zusätzlich gut polstert und isoliert. Dann wollen wir mal schauen, was sich hier so drin befindet. Ja, wir sehen hier schon ein paar Ameisen. Wir haben gerade gesehen, der Wassertank ist ein bisschen rötlich gefärbt, das ist aber in dem Fall jetzt auch nicht schlimm. Ja, was ist das jetzt hier für eine Ameisenart? Es ist eine Ponarine, also eine Urameise. Die Ameisen sind noch ein bisschen kältestarr, wie man sieht. Die eine Arbeiterin rechts liegt auf dem Rücken. Aber ich habe später noch gesehen, ihr geht es auch gut. War noch ein bisschen kältesteif. Das Reagenzglas war auch ein wenig kalt. Ja, und die Ameisenart hier heißt Parecondyla leovenhoeki. Ich hoffe, ich spreche es einigermaßen richtig aus. Lateinische Ameisennamen sind manchmal ein wenig kompliziert. Beziehungsweise man kann die Art auch Ectomomyrmex leovenhoeki nennen. Parecondyla leovenhoeki ist dann halt das Synonym dafür. Wir sehen hier zwei Eier. Ich glaube, die restliche Brut wurde schon während der Lieferung gefressen. Das ist bei Ponarien ja recht häufig so, dass während des Versandes die Brut aufgefressen wird. Aber glücklicherweise sind noch zwei Eier vorhanden. Ich würde sagen, ich nenne die Urameisen für dieses Video jetzt auch noch Parecondyla leovenhoeki. Also Parecondyla leovenhoeki haben wie alle Urameisen auch einen Giftstachel, womit sie dann aktiv ihre Beute jagen können. Auch sind die Parecondyla leovenhoeki eine etwas kleinere Urameisenart. Ja, was heißt denn hier in dem Fall etwas kleinere Ponarine? Die Königin wird so etwa 1 cm groß und die Arbeiterin so 6 bis 8 mm. Aber man muss noch dazu sagen, es gibt noch deutlich kleinere Urameisen, wie beispielsweise hier in Deutschland einheimischen Ponera coarctata, sind auch deutlich kleiner. Von der Größe eher so mit einer Tetramorium-Arbeiterin oder Temnothorax-Arbeiterin zu vergleichen. So, ich habe das Reagenzglas einmal umgedreht, kann man die Tiere auch von der anderen Seite sehen, wobei so viel besser sieht man jetzt nichts, denn hier ist alles recht voll gekleistert an den Scheiben. Was kann ich zu der Art noch sagen? Ja, Parecondyla leovenhoeki kommen aus Asien und leben dort eher in tropischen Bereichen. Man spricht hier häufig von tropischen Regenwäldern. Auch sollen die Kolonien nicht sehr groß werden. Ich habe häufig bis zu 100 Arbeiterinnen gelesen. Mal sehen, ob das dann auch bei mir so sein wird oder ob die eventuell dann doch etwas größer werden oder kleiner. Man kann es ja nie wissen. Ich habe ja auch gesagt, dass ich noch eine Art für mein tropisches Gemeinschaftsbecken suche. Es soll ja recht wenige Ameisenarten geben, die sich dann gut vergesellschaften lassen. Aber ich würde es dann hier einmal gerne mit der Parecondyla leovenhoeki versuchen. Auch sollen die Tiere dazu in der Lage sein, bei Erschütterungen bzw. wenn die Tiere sich bedroht fühlen, sich totzustellen. Da die Kolonie noch recht klein ist und die Brut zum größten Teil aufgefressen wurde,
werde ich die erstmal in einer anderen Box setzen, bevor ich die in das große Becken reinsetze, um die Kolonie dann etwas zu stabilisieren, bis dann wieder etwas mehr an Brut da ist oder vielleicht auch ein paar mehr Arbeiterinnen. Und dafür habe ich mir hier halt das Gipsnest genommen, in dem ich auch die Odontoponera transversagyne zum Ende hin drin hatte. Hier drin hat es dann brutmäßig sehr gut bei der Art geklappt. In diesem Gipsnest haben wir hier zwei Kammern, die eine tiefer als die andere. Hier drüben haben wir einmal sein Lehmgemisch drin. Hier ist der Wassertank, wo ich dann immer befeuchten kann, wenn es notwendig wird. An der Seite habe ich dann noch ein Loch gebohrt, wo ich dann den Schlauch gut durchführen kann, sodass der gut hält. Dann habe ich hier noch ein Stück Plexiglas als Abdeckung mit roter Folie und Lüftungslöchern drinnen. Die habe ich auch reingebohrt, damit auch eine gute Luftzirkulation vorhanden ist. Die Abdeckung kann ich auch verschieben, falls es mal nötig wird und ich eingreifen muss, was hoffentlich nicht geschehen wird, falls die Kolonie überhaupt da einzieht. Und als Arena habe ich hier eine dieser schmalen, längeren Gottmorgon-Boxen. Die sind dann recht gut dafür geeignet. Hier ist leider noch etwas Erde drinnen, das müsste ich gleich noch etwas reinigen. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Ja, an der Seite sieht man es schon. Ich habe den Eingang zum Schlauch etwas höher gebohrt, damit ich hier auch ein wenig mehr Erde einfüllen kann, falls die Kolonie hier drin graben möchte. Ja, dann würde ich die Box eben reinigen und dann sehen wir uns auch direkt wieder. So, da sind wir auch schon wieder. Die Box ist jetzt größtenteils sauber. Ich werde ja jetzt ein wenig Erde reinfüllen. Ich habe jetzt ein wenig Kokoshumus und andere Erde, die ich dann vermischen werde. Dann habe ich noch etwas Moos und Rinde. Darunter kann sich die Kolonie dann verstecken, wenn sie möchte. Die Art mag es ja eher versteckt. So, da habe ich die Box auch schon eingerichtet. Das habe ich eben kurz alleine gemacht. Man sieht auf jeden Fall, ich habe hier ein wenig Laub drinnen, damit ein bisschen mehr ein Waldlook entsteht. Ich habe hier teilweise getrocknetes Moos als auch lebendiges Moos genommen und es hier auf die Rinde platziert. Ein Eichenlaubfikus ist hier auch drinnen und an der Seite habe ich sogar einen kleinen Farn platziert. Mal gucken, ob der gut anwächst. So ein paar kleinere Äste sind auch noch drinnen. Ich sehe hier gerade, ich muss das Moos noch ein bisschen andrücken. Genau, das sieht auch schon mal gut aus. Hier hat die Kolonie viele Versteckmöglichkeiten. Ich hoffe, sie wird es mögen. Als Bodenpolizei nehme ich dann hier einmal weiße Asseln und ein paar Springschwänze. Die können dann Futtertierreste fressen oder auch wenn Schimmel entsteht, wird das dann hoffentlich beseitigt. Von denen werde ich jetzt nicht allzu viele ins Becken setzen, damit die sich nicht allzu stark vermehren. Eventuell holt sich die Kolonie ja die ein oder andere weiße Assel. Ja, im Becken ist ein Kokoshumusanteil, wieso setze ich da jetzt die Asseln rein? Man sagt ja häufig, dass Asseln und Tausendfüßer Kokoshumus nicht vertragen können und das dann die Gedärme verstopft. Da kann ich jetzt aber eigentlich sagen, dass ich meine weißen Asseln schon seit Jahren in Kokoshumus halte und das bis jetzt eigentlich ganz gut funktioniert hat. Zwar vermehren die sich in der Zuchtbox jetzt nicht allzu schnell, denn bei meinen Mimikinaria brunea und Camponotus recuberensis vermehren die sich viel schneller, aber naja. Ja, ich kann euch mal eben zeigen, wo ich geplant hätte, die Art hinzusetzen im tropischen Terrarium. Und zwar hier auf der linken Seite neben dem Wasserfall. Vor ein paar Tagen habe ich dann hier auch das Jutungnest gegen die Scheibe gepresst. Eventuell mögen die da ja einziehen. Auf der anderen Seite des Gemeinschaftsbeckens lebt ja die Meranopus bicolor-Kolonie, welche mittlerweile auch schon die ersten Geschlechtstiere hat. Hier sitzt beispielsweise ein Männchen. Eventuell muss ich dann nochmal testen, ob die beiden Arten sich auch wirklich verstehen, indem ich ein paar Meranopus bicolor Arbeiterinnen nehme und die ins Becken der Paricondyla setze und schaue, wie die aufeinander reagieren. Aber jetzt schließen wir erstmal das Gipsnest an. Ja, wie man hier auch sehen kann, ich habe das Gipsnest in Sandlehmgemisch versenkt, damit hier auch eine höhere Luftfeuchtigkeit vorhanden ist. Der Sandlehm ist recht feucht. Das muss man nicht machen, aber ich mache es deshalb, da Gipsnester an der Luft recht schnell austrocknen und man daher häufig bewässern muss. Der feuchte Sandlehm wird dann halt noch ein bisschen dazu beitragen, dass das Nest befeuchtet wird. Die Nester selber habe ich auch schon befeuchtet. Kommen wir nun zum Einsetzen der Kolonie in die neue Arena. Erstmal Deckel ab und dann
holen wir die Kolonie aus dem Schaumstoffröhrchen, entfernen den Stahlwolle-Stopfen und setzen die Kolonie in die Arena. Ja, die Arbeiterin hier weiß nicht genau, was los ist. Ich denke mal, die Kolonie wird recht zügig damit anfangen, das neue Habitat zu erkunden. Dazu habe ich jetzt auch eine Zeitrafferaufnahme gemacht, die ich euch jetzt gleich einspielen werde. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich denke, in der Aufnahme gerade hat man eher gesehen, dass die Ameisen eher auf dem Boden agieren und eher weniger auf Moos hochklettern. Ich biete der Kolonie eine halbe Stunde, nachdem ich sie in die Arena gesetzt habe, eine Fliege an. Mal sehen, ob die Arbeiterin hier Interesse zeigt. Ja, sie hat auf jeden Fall kurz mit den Fühlern drauf getrommelt und ja, man sieht's ja. Und tschüss. Ich denke mal, die Arbeiterinnen werden jetzt noch recht wenig Interesse an Fliegen haben und erstmal die Arena zu Ende erkunden wollen. Vielleicht wird das ja später damit klappen. Es sind jetzt wieder ein paar Minuten vergangen. Mal sehen, ob es diesmal mit der Fliege klappt. Wenn nicht, dann lasse ich es auch erstmal sein. Hier sind zwei Arbeiterinnen. Mal sehen, wie die darauf reagieren werden. Ja, man sieht, die Fliege wird jetzt auch nicht komplett ignoriert, sondern die Arbeiterinnen haben als Drohgebär die Mandibeln offen. Zugestochen haben sie bis jetzt noch nicht. Ich versuche hier gerade vernünftig ran zu zoomen, sodass man was erkennen kann. Die Interesse ist auf jeden Fall da. Nur haben die Arbeiterinnen nicht mehr viel mit der Fliege gemacht und sie nach der Zeit liegen gelassen. Mal sehen, ob ich bald ein paar lebendigere Insekten fangen kann und die Ameisen dann eventuell diese jagen. Hier sieht man, dass ich das Parikondyla Leeuwenhoeki Setup einmal umpositioniert habe. Es steht jetzt bei mir auf einem IKEA-Regal oben drauf. Ja, und mal sehen, wie sich die Kolonie hier so entwickeln wird. Urameisen sind ja wirklich sehr schöne Ameisen. Viele sagen, sie sind vom Verhalten eher langweilig. Ja, aber ich finde das jetzt auch nicht so schlimm, wenn das wirklich zutreffen sollte. Ich finde die Tiere wirklich sehr schön. Außerdem kann man die Arbeiterinnen ja auch beim Insektenjagen beobachten. Unter das Gipsnest und dem Sandlehmgemisch werde ich jetzt noch meine Heizmasse positionieren, damit eine Seite des Nestes auch beheizt wird. Ich habe, glaube ich, noch nicht gesagt, wie groß die Kolonie ist. Ich habe, glaube ich, mit der Königin 10 Tiere gezählt und dann halt noch die 2 Eier. Ja, und somit sind wir auch am Ende dieses Videos hier angelangt. Ich hoffe, wie immer, dass es euch gefallen hat und dass ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Ihr könnt euch hier noch ein paar Bilder anschauen, die ich so gemacht habe. Nicht alle sind scharf, aber ich habe mein Bestes versucht. Ja, ich verabschiede mich schon mal und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.